So, liebe Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir spielen uns hier durch diese wunderschöne Spielwelt. Darauf möchte ich jetzt auch gerade nochmal kurz eingehen, wie geil das doch ist, weil die gefällt mir total gut, also wirklich super. Und ja, wir sind immer noch auf der Suche nach den Widdern und packen uns jetzt aber erstmal den Kollegen hier. So, der muss nämlich jetzt dann hierher kommen. Zack, 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 zack. Gut. Oh, jetzt habe ich den Widder hier erwischt. So, was ist das? Und nochmal den da hier. Gut. Ja, wir brauchen die Widder ja, um... Die Kämpfe zwischen den Magiern und Templern haben schon zu viele Unschuldige das Leben gekostet. Ja, genau, genau. Wir brauchen die Widder wegen ihren Fellen für die guten... die guten Menschen in dem Dorf, die diese Probleme haben. So, jetzt halten wir den mal auf hier. Gut, jetzt haben wir ihn. Okay, gut. Dann plündern wir den doch hier mal. Genau, Leder. Oh ne, das Fleisch brauchen wir von denen. Genau, da fehlen uns noch 3. Hier können wir auch noch plündern. Schön die Anzeige hier. So, zack, 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 zack. Leder und Fleisch, dann brauchen wir nur noch 2. Denn wir müssen ja Machtpunkte sammeln hier in der Gegend. Boah, da kommt der mal. Boom. Genau, Machtpunkte sammeln, damit wir weiterkommen mit unserer Inquisition. Von der ja momentan Cassandra, die gute hier, also unsere Tank-Dame, Cassandra momentan der Chef zu sein scheint oder zumindest im Führungsbereich mitsitzt. So, zack. Gut. Wo ist der Gute? Ich sehe es nicht. Wo ist der hingelaufen? Da. Dort ist ein Lager. Ich würde aber erstmal ganz gerne... Naja, packen wir uns den. Ganz gerne dieses Fleisch hier haben. So. 5 Vorratslager müssen wir finden von den Abtrünnigen, genau. So, das heißt, jetzt haben wir genau das Fleisch für den Jäger und die Vorratslager war die Nummer für die Decken. Ich bin in der neuen Aufnahmesession, also verwundert euch nicht, dass ich jetzt hier so nach und nach erst... Achso, heute ist ja mein Lager. Das ist natürlich blöd. Dann rasten wir erstmal kurz, um unser Life von allen wieder aufzufüllen. Und sparen wir uns ein paar Tränke. Genau, wunderbar. Cassie ist auch am Start und wir haben noch 8 von 8 Tränken oder wieder, je nachdem. Gruppe könnten wir wechseln, haben wir aber natürlich noch nicht. So, das ist natürlich ganz cool, dass wir uns hier immer wieder dann schön aufladen können. Jetzt brauchen wir die Vorratslager. Dann schauen wir doch mal auf die Map, was da so abgeht. Oh, und bevor ich es vergesse... schmeiße ich mal schnell hier meine Stoppuhr an. So. So. Gut, was haben wir hier? Den Inventen ausgeliefert. Vorratslager, gut. Da haben wir den als ersten. Was ist das hier? Ein Riss. Den machen wir auch auf alle Fälle als allererstes, diesen Riss. So, falls wir den nicht... Oh, jetzt habe ich ihn wieder abgewählt. Tobi, du Vollidiot. Ja. So. Okay. Zack. Zack. Also ich muss sagen, ich finde es momentan richtig angenehm, mal wieder in einer Rollenspielwelt unterwegs zu sein. Nach all den langen Monaten in letzter Zeit hier in Battlefield oder Ike, das tat weh. In Battlefield, was haben wir hier? Da gemacht, das ist nur sowas. Oder in anderen Games, die halt wirklich nur sehr kurzweilig sind. Im Grunde vor allem so Online-Multiplayer-Geschichten. Auch Far Cry war ja sowas, was irgendwie genauso wie Assassin's Creed halt doch ein bisschen in die Hose ging, wenn man mal ehrlich ist. So. Zack. Wir kämpfen jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum. Oh, den kleinen hier wollte ich eigentlich gar nicht erwischen. Aber okay, gut. So. Da kann man einen plündern. Gegen wen kämpfen wir? Seide. Okay, sie haben irgendeinen noch erwischt. Soll mich nicht stören. So, wir packen uns den Riss. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das der ist, den wir uns eh schon mal gepackt hatten, aber wir schauen uns einfach mal hin und checken mal die Lage. Ja, den gibt es noch. Wunderbar. Gut. Cassie nach vorne. Naja, brauche ich nicht sagen.
So. Boom. Die sind eh nicht so stark, die Kollegen. Zack, so. Ah, Risschen, du kleines Disschen. So. Wir müssen erstmal alle hier erwischen. Ich muss ein bisschen auf mein Life achten. So, genau. Boom, 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 boom. Yo. Und jetzt können wir ihn schließen. Ja! Schließ dich, du blöder Riss! Zack, zack, zack! Boom! Und wir haben 3 von 4 Macht. Wir brauchen 4, das heißt, wir brauchen nur noch einen Machtpunkt. Wahrscheinlich reicht uns dafür der Quest mit den Fellen, nee, mit dem Fleisch schon aus. Und das finde ich ziemlich cool. Aber wir checken jetzt trotzdem mal hier noch die Lage. Genau, plus 1 Macht. Dankeschön für die Info. Hier könnten wir... Können wir hier irgendwas machen? Ah, wer ist denn da? Witwe Maurer. Hallo. Diese verfluchten Templer haben meinen Mann ermordet und ihm seinen Ring vom Finger gestohlen. Sie verdienen den... Was? Sie verdienen? Hä? Hallo? Hallo? Bin ich aufs Taktikmenü? So. Ihr sagt, die Templer hätten euren Mann angegriffen? So ist es. Er grub gerade einen Baumstumpf aus. Diese Narren konnten eine Schaufel nicht von einem Magierstab unterscheiden. Aber sie mussten angeblich sicher gehen. Überall wären Rebellen, die sie aus dem Hinterhalt angriffen. Diese kranken Bastarde. Sie nahmen ihm auch den Ring, den ich ihm an unserem Hochzeitstag gegeben hatte. Nur für den Fall, dass er magisch wäre. Oh Mann. Naja. Aufwald auch, sorry. Ich wollte ihn nicht wehtun. Okay. Ah, das ist halt wieder so ein typischer Nebenquest. Das ist natürlich schon heftig, die Situation hier für die kleinen Anwohner, sag ich mal. Jetzt schauen wir mal, wo hier was ist. Elementen ausgeliefert. Hinterlande war hier das? Ne, oder ist das hier? Hier ist, ein Bauer ist hier. Naja, gut, mei. Ist natürlich blöd. Okularum. Sehenswürdigkeit. Jetzt muss ich hier mal checken. So, wo wir denn jetzt am blödsten hingehen, das ist jetzt die Überlegung. Das sind die Sehenswürdigkeiten. So, Rekrutierungsoffizier. Naja. Wir gehen mal wieder in die Richtung. Das mit dem Bauer ist natürlich eine heftige Nummer, ganz klar. Aber ich habe mich ja zu Beginn dazu entschlossen, diese Nebenquest-Geschichten weitestgehend wegzulassen. A, aus Zeitgründen und B, natürlich auch aus dem Grund heraus, dass sie für mich vom Spielgeschehen her einfach nicht wirklich interessant genug sind. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was kassiert. Fallschaden. Ja, das ist einfach der Grund. Also die meisten Nebenquests sind einfach im Endeffekt, und da habe ich jetzt inzwischen nach all den Jahren genug Erfahrung, sind einfach nur sinnlos. Die macht man nur, die wurden im Endeffekt nur eingebaut, um den Leuten das Spiel zu verlängern. Und ich liebe diese Spiele, keine Frage. Und ich freue mich über lange Storylines, aber nur dann, wenn sie Sinn ergeben. Und das ist halt leider oft nicht der Fall. Und ich ärgere mich immer höllisch. Also wirklich, ich ärgere mich richtig stark. Hier ist die Wegkreuzung. Hier können wir das Ding abgeben, das Fleisch abgeben. Guten Tag. Wo ist denn das Fleisch jetzt? Wo ist denn der Metzger? Nicht Metzger, der Jäger. Ja, was ich sagen wollte, ist, ich ärgere mich jedes Mal aufs Neue, wenn Storys gestreckt werden. So, wir schauen mal schnell hier rein. Okay, gut, das kennen wir ja. Schnellreisenummer. Zurück. Danke. Ich würde jetzt ganz gerne hier trotzdem mal hier, Inventory, kommen wir hier gar nicht hin, wenn ich jetzt hier hingehe, Questkarte, wo ist denn der Jäger jetzt? Wie kann ich denn, Tagebuch vielleicht, dass ich direkt auf den Quest zugreifen kann? Risse im Hinterlande, Bauer und ein Abtrünniger. Vorratslager, nagender Hunger, hier. Wieder Fleisch. In den Hügeln nahe der Wegkreuzung gibt es wilde Widder. Ihr Fleisch könnte für die Flüchtlinge den Unterschied zwischen Hoffnung und Verhungern ausmachen. Bring den Jäger das Wildtierfleisch. Ne, Widderfleisch. Aktivieren mal. Schauen wir mal, ob wir den jetzt sehen.
Was für eine Chiffre? Ich weiß hier. Es nicht. Okay, wunderbar. Ich muss mich da jetzt natürlich auch so ein bisschen einfinden in die ganze Steuerung. Immer noch. Also ich habe jetzt, ich glaube, 7 oder 8 Folgen am Stück aufgenommen gehabt und in der ersten Session und bin jetzt halt in der zweiten. Ich lerne von Folge zu Folge natürlich dazu. Magier, Templer, Banditen, Dämonen. Das macht es einem Mann wirklich schwer, sein Abendessen zu erlegen. Gut, Villafleisch geben. Hier, das hilft euch vielleicht weiter. Wenn du außerhalb eines Dungeons bist, kannst du die Questkarte nutzen, um zu weit entfernten Orten zu reisen. Drücke M, um die Questkarte zu öffnen. Ja, das wissen wir. Mehr als das. Damit kann ich diese hungrigen Bäuche füllen und den Leuten etwas Hoffnung geben. Ich hatte bisher nicht viel von der Inquisition gehalten, aber ihr seid die Einzigen, die uns helfen. Vielleicht habe ich mich ja geirrt. Yo! Jetzt können wir suche den Ratsraum auf und reise nach Valruel, wenn man das so ausspricht. Genau. Das machen wir jetzt dann auch. Den aktivieren wir nämlich auch dann gleich mal, den Quest. Das machen wir jetzt gleich mal. Tagebuch. So. Der Weg des Inquisitors, so sagt man das. Haven, die Sturmküste, wo ist denn jetzt der Ratsraum? Oh Mann, naja, fällt mal schon. Wir werden sehen. So. Guten Tag. Okay. Gut. Muss ich mich hier mal kurz orientieren. Ist das da oben? Nach Valruel müssten wir reisen. Können wir das mit der Schnellreise machen? Hexenwald. Bisschen raus hier aus der Nummer. Was haben wir hier? Radcliffe. Das kennen wir noch aus den vorherigen Teilen. Ah ja, gut. Wir müssen jetzt wieder irgendwie zurück, nehme ich an. Wegkreuzung, genau. Schön und gut. Risse. Naja. Jetzt muss ich hier nochmal die Quests abchecken. Questkarte, nein, die hilft uns natürlich nichts. Wir brauchen eine. Tobi, du Vollidiot. Ja, gut. Je mehr Macht die Inquisition gewinnt, desto zahlreicher werden auch ihre Feinde. Es wird einen eisernen Willen erfordern, Tedas vom Rande des Chaos zurück in die Normalität zu führen. Doch genau das muss geschehen. Okay, gut. So. Hier. Suche den Ratsraum auf. Das machen wir jetzt hier. Macht haben wir gemacht. Haben wir schon am Start. Sprich mit Corporal Vale über die aktuelle Lage in den Hinterlanden. Beseitige die Bedrohungen bei der Wegkreuzung und reise in die Hinterlande, um dich mit Mutter Giselle zu unterhalten. Das haben wir schon gemacht. Macht haben wir doch jetzt auch. Jetzt müssten wir nach Valruel reisen. Schauen wir mal. So. Wir werden sie nutzen. Okay, wir müssen also hier lang. Jetzt checke ich mal in der Karte, was das heißt. Nein. Ist das hier Kerkereingang? Valruel? Nein, Leute. Was ist hier für ein Schild? Was ist das für ein Schild? Okay. Corporal. Wir könnten nochmal mit dem Corporal sprechen. Ja, jetzt überlege ich gerade mal. Ich glaube, der ist da oben. Genau. Dann sprechen wir nochmal schnell mit dem Corporal und checken mal die Lage. Ihr habt vermutlich recht. So. Also bitte entschuldigt die Verplantheit. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, aber ich muss mich da jetzt einfach wieder ein bisschen reinfinden. So, hallo. Kann ich euch irgendwie helfen? Was ist mit dem... den Stallmeister hatten wir noch. Was könnt ihr mir über den Mann erzählen, der die Inquisition mit Pferden versorgen sollte? Stallmeister Dennett? Er lebt auf einem Hof westlich von hier. Ein sehr alter Knochen. Wir haben jedoch nichts von ihm gehört. Soweit wir wissen, verschanzt er sich, bis die Magier und Templer damit fertig sind, sich gegenseitig umzubringen. Okay. Magier, gut. Wiedersehen. Den brauchen wir. Und ihr auf euch. Den brauchen wir noch. Das war die Nummer, wieso wir eigentlich hierher gefahren sind. Den Stallmeister zu finden. Westlich von hier. Okay. Errichte Lager. Ja gut, da kann ich ein Lager errichten. Das ist natürlich, aber ich dachte, wir hätten ihn schon gesehen. Also die Nummer hier schon mitbekommen. Rekrutierungsoffizier. Was ist das hier? Keine Ahnung. So, Tagebuch.
Die Hinterlande, klappen wir die mal auf. Meister der Pferde, so. Genau, Meister Dennett könnte der Inquisition helfen. Aktivieren, zack. So, okay. Und jetzt bewegen wir uns auch in diese Richtung. Geben wir mal ein bisschen Gas hier. So, wunderbar. Es ist schön, euch zu sehen. Ja, hallo, auch schön, euch zu sehen. Also, als Let's Play ist so ein Game wie Inquisition schon cool, glaube ich. Aber auch vielleicht nicht perfekt geeignet. Das muss man schon auch sagen. Also ich glaube, dass es Games gibt, die sich dafür natürlich deutlich besser eignen. Zum Beispiel Games mit einer klareren Story. Weniger Nebenquests und so Nummern. Was ist denn jetzt los? Wollen uns die hier an die Eier? Oh Mann. So Leute, zack, 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 zack. So, okay. Der ist immun. Der ist immun. Liegen wir hier natürlich auch mein Handy gerade. Oh, oh, Leute. Ich ziehe mich zurück. Oh, ich komme ja nicht weg. So. Oh, okay. Oh, shit. Ey, Cassandra, du könntest ruhig mal hier. So. Zack, den hat's erwischt. Gut. Ah. Fuck, okay. Sandrock könnte hier doch ruhig mal ein bisschen die Akku auf sich ziehen. Aber irgendwie hat sie darauf keinen Bock. Na gut, dann packen wir uns eben alle. So, Kollegen. Ganz easy. Ganz easy. Oh Mann. Also man kann jetzt hier natürlich das Taktikmenü nutzen und einfach nochmal eine Ecke besser hier zu ran bekommen, aber. So, das war's. Darauf habe ich jetzt im Moment eigentlich. Oh, da ist noch mehr. Okay, gut. Ja, was ich sagen wollte, darauf habe ich jetzt im Moment eigentlich nicht so viel Lust. Seile, Schädel, ja, das nehmen wir alles. Weil ich hier einfach schön die Kämpfe durchziehen will. Ohne Unterbrechungen. Also auch wenn das für viele Dragon Age Spieler so das Coolste ist, dieses Taktikmenü, das ist für mich relativ sinnlos eigentlich. Also vor allem jetzt in Inquisition, in dem ja wirklich die Mitglieder, die Gruppe insgesamt schon automatisch so stark ist und so gut kämpft, dass man da eigentlich gar keinen Stress hat. Von dem her stört mich das nicht großartig. Jetzt packen wir uns den hier noch in dieser Folge. Auch die da. So, die halten auch nichts aus, die Kollegen. Wunderbar. Eigentlich ist es ja sinnlos, die jetzt zu killen. Wäre auch viel besser, die zu rekrutieren. Aber. Was ist denn das? Wollen wir da durch oder was? Oder was geht hier? Nee, ich glaube, das lassen wir. Wir gehen hier außen rum. So. Das ist schon geplündert. Zack. Also richtig zerstört hier. Boom. Okay. Hier hätten wir so ein Lagerchen. Gut, ich meine, wenn wir so ein Lager schon haben, dann können wir diese Vorratskisten ja auch plündern, theoretisch. Aber jetzt sehe ich hier natürlich auch keine. Also von dem her gehen wir mal weiter zu Dennett. Genau. Ja, nein, 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 zurück, zurück, zurück. Gut. Dennett besorgen wir nämlich, beziehungsweise wir finden Dennett in der nächsten Folge, hoffe ich. Wir haben nicht unsere Zeit schon wieder erreicht. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Wisst ihr, was ich an euch mag, Grieskram? Oh. Euren grenzenlosen Optimismus. Ah. Es ist wirklich beruhigend, dass ihr alle Eigenschaften, die mir fehlen, für mich erfindet, Varric. Nein, Mit? Ehrlich. Warum sonst würde ein abtrünniger Elf einer Horde verrückter Kirchenspinner dabei helfen, ein Loch im Himmel zu schließen? Wenn ihr es so sagt, muss ich euch recht geben. Genau, wunderbar. Und wir beenden die Folge. Wie gesagt, lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut doch auch gerne mal in unser Dragon Age Gewinnspiel. Wir verlosen nämlich im Moment ein richtig, 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 richtig cooles Dragon Age Bundle. Damit seid ihr dann super ausgestattet, um selber durch die
Lande hier im Game zu streifen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Würde mich auch über ein Abo freuen. Das wäre auch super für Zockermania. Und schaut auch gerne mal auf Facebook vorbei und werdet Fan von Zockermania. Gut, Leute, ich freue mich aufs nächste Mal und bis bald. Ciao.